Meine lieben Waagegeborenen, herzlich willkommen auf meinem Kanal. Herzlich willkommen zu diesem allgemeinen Reading auf euch, auf die Liebe, auf euren Wunschpartner für den Monat April. Ich freue mich, dass ihr Zeit findet, reinzuschauen in die Botschaften für den kommenden Monat. Ab dem 1. April ist Merkur rückläufig. Was bedeutet das genau für uns? Alles wird sich etwas langsamer abspielen. Gute Zeit, um nachzudenken, um Dinge Revue passieren zu lassen, um nochmal abzuwägen, was war denn in den letzten Wochen so los. Für die Ungeduldigen unter euch kann es eine Zerreißprobe werden, denn wie gesagt, alles geht etwas langsamer vor sich und da muss es schon ein bisschen Geduld mitbringen, um diese 3 Wochen auch gut zu überstehen. Am 8. April haben wir eine Sonnenfinsternis im Widder. Fantastische Energien für eine zweite Chance. Rückläufige Ereignisse lieben den Neustart mit etwas Altem. Also was wolltet ihr die ganze Zeit nochmal versuchen? Wo wolltet ihr eine zweite Chance erhalten? Das sind jetzt die Gedanken, die ihr euch ab morgen machen könnt. Wo will ich nochmal durchstarten? Was will ich versuchen? Was hat nicht geklappt? Wo habe ich mich nicht getraut? Etc. Geht das an? Die Energien dafür sind fantastisch. Ja, allgemeines Reading, ihr wisst es, aus den Kollektivenergien kann nicht für jeden von euch stimmig sein. Denn jeder von euch steckt ja gerade in seiner ganz eigenen Lebenssituation und entscheidet immer ganz individuell, wie er weitergehen möchte. Wir legen jetzt los mit dem Seelenreich-Orakel. Mit dem möchte ich einmal in euer Herz, in eure Seele lauschen, was die euch für Botschaften für den April überbringen möchten, was ihr vielleicht unterdrückt habt, wo ihr nicht hinschauen wolltet, weil es wehgetan hat, weil es unangenehm war oder die ein oder andere Botschaft, die jetzt für den April für euch wichtig ist. Dann werden wir mit dem Feen-Tarot-Karten 5 Hauptenergien, 5 Überschriften erfragen und diese mit dem Licht- und Schatten-Tarot ganz genau beleuchten. Andere Orakelkarten kommen auch noch zum Einsatz. Jetzt habe ich aber genug geredet, denn jetzt wollen wir ja loslegen in die Botschaften für den April für euch. Und da starten wir jetzt mit dem Seelenreich Orakelkarten und fragen euer Herz, eure Seele, was möchten die beiden euch mitteilen? Was ist im April wichtig für euch? Da hätte ich gerne 3 Energien, 3 Botschaften, ein Stück ranrutschen. Was ist für euch im April wichtig? Was möchte euer Herz, eure Seele euch mitteilen? 2, eine ist unter den Tisch und da bleibt sie dann auch. Die ist raus aus dem Spiel. Aber eine hätte ich schon gerne noch erhalten. Da ist sie. So, dann bin ich mal gespannt. Angepasstheit ist der innere Tod. Lebe authentisch und sei mutig. Ja, jetzt ab dem 1. April ist es sehr gut, mal drüber nachzudenken, wo seid ihr denn angepasst? Wo steckt ihr zurück in eurem Leben, bei euren Träumen, bei euren Zielen? Wo fühlt ihr euch so ein Stück weit gefangen? Könnt euch nicht befreien, weil ihr das Gefühl habt, das muss so sein. Ich habe eine Verantwortung. Man erwartet von mir. Aber Angepasstheit ist der innere Tod. Das bedeutet auch, wenn ihr euer Wesen nicht lebt, wenn ihr an euren Träumen nicht nachgeht, wenn ihr euch immer und immer zurückhaltet in eurem Leben, in dem, was ihr möchtet, in dem, von dem ihr träumt, dann wird Woche für Woche, Monat für Monat ein kleines Stückchen in euch absterben. Da kommt Trauer hoch, da kommt dann eine Leere hoch, nämlich die Leere, die nicht ausgefüllt ist mit dem, was ihr eigentlich machen möchtet.
Vielleicht werdet ihr mürre, schlecht gelaunt, ja, misstrauisch, bissig, gönnt anderen nichts, weil ihr mit eurem Leben nicht zufrieden seid. Also lebe authentisch, lebe mutig. Es ist dein Leben. Und wenn andere dich einschränken, dann binde sie entweder mit ein in deinen Traum, soweit es möglich ist, oder wenn sie dir nicht dienlich sind, wenn sie dich nur festhalten, anketten, einsperren, mit ihren Worten hindern, dann musst du dir überlegen, ob du dich von diesen Menschen trennst. Denn du hast das Recht, glücklich zu sein. Du hast das Recht, deinen Wunsch, dein Leben zu gestalten. Für dich, mit den anderen, aber hauptsächlich für dich. Es ist dein Leben. Neue Strategien sind nötig. Finde den Weg zur Liebe und zum Glück. Das baut herrlich auf die erste Karte an. Was habe ich nämlich gerade gesagt? Lebe authentisch. Hier. Für mich ist das immer so eine Karte, diese Frau hatte ein Date. Sie hat sich schick gemacht, sie hat sich gefreut, sie hat auf dieser Terrasse gewartet auf ihr Herzblatt, der nicht kam. Sonst würde sie nicht so traurig auf den Boden schauen. So, was kann sie mit dieser Situation anfangen? Sie kann sich zu Hause zurückziehen, in ihre vier Wände und die Traurigkeit voll auskosten. Das ist für eine Zeit lang okay. Das brauchen wir auch, damit unser Herz heilen kann. Aber dann sollten wir eine neue Strategie planen. Dann sollten wir schauen, wie kann ich weitergehen? Wie kann ich wieder glücklich werden? Was möchte ich? Und dann ist es wichtig, authentisch zu sein. Ja? Auch mal auf den Tisch zu hauen. Nicht zu Hause auf dem Sofa zu kleben, das Handy anzustarren und auf eine Nachricht zu hoffen. Auf eine Nachricht von dem, der euch vorher vielleicht hat auf der Terrasse stehen lassen. Denn wenn ihr auf diesem Sofa sitzen bleibt, verpasst ihr die Chance auf Liebe und Glück. Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir, genieße es und feier das Leben. Also, was ist jetzt die Botschaft? Die Botschaft ist, lebe authentisch und sei mutig. Ja? Mutig, neue Wege zu gehen, neue Wege zu finden zur Liebe und zum Glück. Und wenn du diesen Weg einschlägst, dann ist die dritte Botschaft, Erfolg, Glück und Fülle fließen zu dir, genieße das Leben. Wie gesagt, jetzt ist die Zeit, drüber nachzudenken und ab dem 8. April auch die Zeit, eine zweite Chance zu ergreifen, sie zu nutzen, sie anzugehen. Wir schauen, was das Feentarot sagt. Was sind eure Hauptüberschriften zum Thema Liebe und Wunschpartner? Welche Energien sind im April da für euch am stärksten? Welche Botschaften hoch darf ich euch da überbringen? Das ist ein bisschen sehr viel. Naja gut, die wollten jetzt alle auf einen Schlag raus. Sie sind gut gemischt worden. Dann liegt hier eure Antwort. Ja, die 8 des Frühlings. Stress aufgrund zu vielen Dinge, die du gleichzeitig machst. Vielleicht lenkst du dich auch ab. Ja? Vielleicht bist du hier mit gebeugtem Kopf, arbeitest viel, machst viel Sport, gehst viel zu Freunden, lenkst dich ab, schaust nicht hin. Ne? Wenn du zu Hause bist, dann wieder der Blick auf den Boden. Aber ich sage immer und immer wieder, und das gilt auch für euch Herren hier, die zuschauen, wenn ihr gestolpert seid, aufrichten, Krone richten, Kopf hoch, weiter marschieren. Nicht in dieser Haltung stehen bleiben, indem ihr traurig auf den Boden glotzt, denn da wird sich nichts ändern, da wird nichts passieren, wenn ihr in dieser Haltung bleibt. Wenn ihr euch betäubt habt mit Arbeit, mit viel Sport, ja, mit Dingen, die euch ablenken, da lenkt ihr euch im Grunde genommen nur ab, hinzuschauen, warum bin ich denn traurig, wenn ich alleine in meinem Bett liege oder wenn es still um mich herum wird. Der Stern. Richte deinen Blick voller Hoffnung und Optimismus in die Zukunft.
Die Macht des Glaubens, Dinge verwirklichen zu können. Da ist aber auch der Glaube an dich gefragt. Das Selbstwertgefühl, die Wertschätzung für dich selbst. Und das Vertrauen, dass du alles erreichen kannst, wenn du es möchtest, aber nicht in dieser Position, nicht wenn du angepasst bist und dich nicht bewegst. Die Karte ist die Wunscherfüllung, meine Lieben. Die Wunscherfüllung, die ihr erreichen könnt, denn das liegt ja hier, das Glück und die Fülle. Nur müsst ihr einen anderen Weg einschlagen. Der Mond. Der Mond zeigt euch eure Träume, eure Wünsche auf, aber auch eure Ängste und eure Sorgen. Die Ängste und die Sorgen, dass es nicht in Erfüllung geht. Die Ängste und die Sorgen, dass ihr in einer Illusion lebt, ein Träumer seid. Vielleicht habt ihr auch das immer und immer wieder mal von eurem Umfeld, von euren Eltern oder von Gott weiß wem gehört. Mann, du bist doch ein Träumer, ne? Was du im Kopf hast, klappt doch nie. Irgendwann glaubt man das. Irgendwann passt man sich an, gibt seine Träume auf. Das sollt ihr jetzt ändern. Ja? Wenn der Mond fällt, wisst ihr, die schon öfters zugeschaut haben, weil im Licht- und Schattentarot der Mond mit einer kleinen Meerjungfrau ist, die sich so hoffnungslos auf den Boden sinken lässt. Und dann kommen meine kleinen Meerjungfrau-Orakelkarten zum Einsatz. Und dann möchte ich wissen, was die zum Mond zu euch sagen. Welche Ängste, welche Sorgen sollt ihr loslassen und nach oben blicken, ja? Eure Träume anschauen und sie angehen. Da hätte ich gerne zwei Antworten auf den Mond. Was sind denn eure Ängste und eure Wünsche? Transparenz, ehrlich, authentisch, echt in der Gegenwart leben. Also wenn das jetzt keine Botschaft ist, authentisch, hier, lebe authentisch, lebe echt, zeig dich, wie du bist. Du bist genau richtig so, wie du bist einzigartig und wunderbar. Lass dir das von keinem anderen einreden. Und wenn du in dieser Situation warst, dass man dich hat stehen gelassen, dann nimm das bitte nicht auf dich. Das liegt nicht an dir, das liegt an deinem Gegenüber. Mit dem stimmt was nicht. Du bist einzigartig, super und genau richtig so, wie du bist. Dass er oder sie nicht aufgetaucht ist, ist sein Problem, etwas bei ihm. Nimm das bitte nicht auf dich. Such die Fehler nicht bei dir. Und Korallenweisheit, Kolonie, Zartheit, Zerbrechlichkeit, Werke, die über einen langen Zeitraum hinweg entstehen. Ja, Zerbrechlichkeit, ne? Da ist was zerbrochen in dem Moment, so einsam und allein auf der Terrasse. Vielleicht ist dein Selbstwertgefühl wirklich zerbrochen. Der Glaube an dich. Der Glaube, dass du so wunderbar bist, vielleicht. Aber wahre Liebe beurteilt nicht und wahre Liebe hält dich auch nicht zurück. Wahre Liebe fordert dich nicht auf, dich zu ändern, den Weg des anderen zu gehen. Nein, wenn dich jemand wirklich liebt, lässt er dich so sein, wie du bist. Denn dann liebt er dich genau deswegen, weil du so bist, wie du bist. Die drei des Winters. Die drei des Winters sagt so, hey, du hast Freunde, du hast ein Umfeld, du hast Familie. Wenn es dir schlecht geht, geh doch mal hin. Freunde sind auch dafür da, sich mal auskotzen zu können. Mal Rotz und Wasser zu heulen. Sie sind auch einmal dafür da, einem ein Tempo zu reichen, einen wortlos einfach nur im Arm zu halten, bis es einem besser geht. Schäm dich nicht für deine Gefühle. Sprich mit jemand darüber, es wird dir besser gehen. Und da haben wir deinen König, den König des Herbstes. Der König des Herbstes ist erfahren, charismatisch, ja, der sieht gut aus. Der ist intelligent, der ist auch mitfühlend. Aber er kann sich auch rücksichtslos durchsetzen, wenn er etwas in seinem Kopf hat. Jetzt
bin ich gespannt, was uns die Tarotkarten, machen wir die mal da drunter, zu den einzelnen Punkten zu erzählen haben. Acht des Frühlings. Du lenkst dich ab, um nicht hingucken zu müssen. Wo sollst du denn hingucken? Was kommt denn? Da muss ich mal ganz kurz mein Beinchen strecken, weil da hat sich eine wieder verabschiedet. Oh, aber in der nächsten Runde soll sie wieder dabei sein. So. Drei Energien, drei klare Botschaften auf die Acht des Frühlings hätte ich gerne. Wovon lenkst du dich ab? Die Karte sagt dir übrigens auch plötzliche Veränderungen voraus. Ne? Plötzliche Ereignisse, Veränderungen in deinem Leben. Die Zehn der Kelche, der Ritter der Kelche und die Neun der Stäbe. Die Zehn der Kelche, deine Zukunft. Für mich ist die Zehn der Kelche immer schaut, das Paar schaut auf Kinder. Kinder sind unsere Zukunft. Das ist eine Karte, da ist Geborgenheit, Liebe, Vertrauen dahinter. Da möchte man beide gemeinsam die Zukunft gestalten. Und da gibt es jemand, euren Prince Charming, der euch verwöhnen möchte. Prince Charming ist für mich immer, der schreibt Liebesbriefchen, der schickt Rosen, der kümmert sich. Jetzt ist es gut möglich, dass es Ereignisse gegeben hat, die entweder dich oder ihn hat ins Stocken geraten lassen. Da steht ihr jetzt. Vor diesem kleinen Zaun, ihr schaut misstrauisch. Gehe ich den Weg, gehe ich ihn nicht? Ich spüre gerade so, dass das bei eurem Prinzen so war. Er hat euch Liebesversprechungen gemacht, er hat euch Rosen geschickt, er hat sich gemeldet und plötzlich standet ihr dort auf dieser Terrasse ganz alleine und ihr wisst nicht warum. Plötzlich ist er nicht weitergegangen, ist ins Stocken geraten. Warum, wisst ihr nicht. Das kriegen wir aber noch raus. So, der Stern. Eure Wunscherfüllung, was ist denn damit? Irgendwas hat euer Gegenüber, das spüre ich so, innehalten lassen, ja? Überleben lassen. Ist das der richtige Weg? Vielleicht auch, weil ihr hier nicht authentisch seid. Vielleicht seid ihr auch gebunden. Vielleicht habt ihr noch einen Partner. Vielleicht gibt es andere Dinge, die euch ja einschränken, mit ihm diesen Weg zu gehen, in die Zukunft zu schauen. Und das hat ihn ins Stocken gebracht. Eine Karte. Die Zwei der Schwerter, die Königin der Stäbe, die Acht der Münzen, und die Fünf der Schwerter. Vorhin habe ich was gesagt von festgehalten werden, eingeengt werden, sich gefangen fühlen. Schaut euch das Bild an. Da sind ganz, ganz viele Gedanken, die euch im Kreis, im Kopf herumgehen. Ihr seht schon gar nicht mehr euren Weg. Ihr seht die neuen Strategien nicht. Ihr fühlt euch gefangen. Wie gesagt, vielleicht in eurem Umfeld, vielleicht von der Familie oder andere Gründe, vielleicht wohnt ihr weiter weg, ist bei jedem von euch was anderes. Aber wenn ihr diese Situation ändern wollt, wenn ihr hier wieder glücklich in die Welt schauen wollt, dann müsst ihr die Arme auseinanderreißen und diese Schnüre sprengen. Das sind Schnüre, meine Lieben, keine Eisenketten. Und wenn ihr hier in der Angepasstheit bleibt, dann werdet ihr nicht zum Glück und zum Erfolg kommen. Denn dann werdet ihr langsam absterben, so wie die Karte sagt. Angepasstheit ist der innere Tod. Aber ich sehe euch mit der Energie, die jetzt kommt, zur Königin der Stäbe werden. Die Königin der Stäbe sagt Chaka. Die Königin der Stäbe ist die absolute Bewegung. Die hat hier ihren Stern. Wir haben auf den Stern gelegt, auf deine Wunscherfüllung. Du hast den Stern in deiner Hand.
beweg dich. Die Königin der Stäbe lässt sich nicht mehr einschüchtern. Die hat ihren Weg erkannt, die hat die neuen Strategien vor Auge und sie wird sie gehen. Da ist ein bisschen Arbeit nötig, das sagt uns diese Karte hier. Aber die Arbeit wird belohnt werden. Dein Wille, dein Mut, dein Mitfühlen, deine Geduld, das alles wird belohnt werden. Und hier, das ist eine Karte wie diese hier, einem platzt fast der Schädel, ja? Aber hier geht es raus. Du hast die Chance, diese Krähen zu verscheuchen und hier rauszugehen aus dieser Situation. Die Arme auseinanderzureißen, die Schnüre zu zertrennen. Du hast ab dem 8. April die Chance, die zweite Chance auf einen Neuanfang, auf einen Richtungswechsel, auf neue Strategien, wenn du mutig und authentisch bist. Der Mond. Wieder eine vom Tisch geschossen. Es sind viele Karten, die einfach nicht ins Bild wollen hier heute. Die kommt auch später dran. So, der Mond. Was darf ich zu dem Mond, zu euren Träumen, Wünschen und Ängsten denn noch erzählen? Was geht da in euch vor? Drei Karten bitte. Drei klare Botschaften für euch. Es ist in jedem Horoskop fast gerade an der Zeit, die Situation zu überdenken und sich zu bewegen. Ganz klar im April. Es war in jedem Horoskop der Fall, dass es an der Zeit ist, nachzudenken und ja, ob man so weitermachen möchte oder ob man anders möchte. Die Königin der Münzen, die Sechs der Stäbe, die Vier der Stäbe und der Page der Münzen. Ihr werdet euch bewegen. Ihr habt die Königin der Stäbe. Die Königin der Stäbe sagt euch, ihr werdet euch bewegen. Ihr werdet nicht mehr hier verharren und auf dem Boden glotzen. Und die Königin der Münzen schaut euch ihr Gesicht an. Dieser Befreiungsschlag, dieses die Arme auseinanderreißen, diese Fäden sprengen, wird euch eure Mitte bringen. Zufriedenheit. Ihr werdet absolut zufrieden sein. Die Königin der Münzen ist in ihrer Mitte angekommen. Sie hat die Fülle in der Hand. Sie ist geerdet. Denn ihr seid auf der Siegerstraße. Ihr könnt einen Sieg einfahren. Einen Sieg in der Liebe, wenn ihr mutig seid. Wenn ihr die Strategien ändert. Ihr habt hier zweimal. Da ist Glück und Fülle und hier ist die Siegerkarte. Die Frau reißt die Arme nach oben und sagt, jawohl, ich habe es geschafft. Ich habe mir diesen Lorbeerkranz verdient. Das hat ja auch die Acht der Münzen gesagt. Ihr werdet für eure Arbeit belohnt werden. Ihr habt euch diesen Sieg verdient. Und ihr kommt in die Leichtigkeit. Das ist die Feierkarte. Ja? Ich feiere. Ich bin in der Leichtigkeit angekommen. Ich möchte das Leben leben. Und die Karte sagt euch ja auch, Angst und Sorgen loslassen. Und die Energie erhaltet ihr im Monat April. Ihr werdet erst noch ein bisschen wackeln. Ja, der Page der Münzen, der ist noch nicht ganz geerdet. Der steht noch auf einem Bein. Aber der hat seinen Schatz schon in der Hand. Und er wird weitergehen. Definitiv. Beide Beine auf die Erde bringen, denn er wird ja vom Pagen zur Königin der Münzen. Und das bedeutet, du gehst diesen Weg, der für dich bestimmt ist, der dich glücklich machen soll. Und das bringt dir deine Mitte zurück. So, jetzt können die Karten hier wieder rein. Die drei des Winders. Wende dich an Menschen, um Trost und Liebe in einer Situation zu finden, in der du Kraft brauchst. Das kostet Kraft, natürlich. Es kostet immense Mut, wenn man sagt, man geht jetzt seinen Weg. Aber dieser Weg rentiert sich auch.
Ja, dein König der Kelche. Die sieben der Schwerter und die Welt. Hier haben wir den Ritter der Kelche. Ich habe gesagt, der ist da noch so ein bisschen vor einem kleinen Zaun gestanden. Wahrscheinlich wusste er auch nicht, wie er dich einschätzen, deine Situation einschätzen sollte. Aber der mutiert zum König der Kelche und der König der Kelche ist dann bereit, sich zu öffnen. Der gibt Liebe, der steht hinter dir. Du sollst dich an jemanden wenden, hier ist er. Der nimmt dich in Arm, der beschützt dich. Der ist absolut liebevoll und verständnisvoll. Du bist da vielleicht noch so ein bisschen in Hab-Acht-Stellung, ja? Vielleicht denkst du, boah, kann ja nicht sein, ne? Der möchte doch sicher auch wieder einen Käfig um mich bauen, mich festhalten, mich biegen, ne? So wie er mich gerne hätte. Du beobachtest das noch so ein bisschen. Komm mir nicht zu nah. Wenn du mir zu nahe kommst und mir wehtun willst, dann gibt's Ärger. Aber die Welt sagt, die Dinge laufen rund. Es kommt zum Erfolg zwischen euch. Egal, warum da einer von euch noch vor diesem Zaun steht, noch zögert. Das wird sich ändern. Du wirst dich befreien. Du gehst einen neuen Weg. Und er möchte mitgehen. Ob du ihn mitgehen lässt, ist deine Entscheidung. Aber wie du dich auch entscheidest, sagt die Welt, die Dinge laufen rund für dich. Es wird ein Erfolg. Und da haben wir den König des Herbstes. Vielleicht war dein König des Herbstes noch so, ja, ist nicht mitgezogen, ne? Ist nicht zu dir gestanden, hat rücksichtslos seine Interessen verfolgt. Du hast dich da gefangen gefühlt, weil es nicht, ja, so lief, wie du es wolltest, weil er dich hat stehen lassen, weil du das Gefühl gehabt hast, er lässt dich stehen. Was ist mit dem König des Herbstes jetzt los? Da hätte ich gerne drei klare Botschaften. Zwei bitte. Wir haben die sieben der Münzen, wir haben die acht der Stäbe und der Stern. Oh, ist das schön. Ihr habt zweimal den Stern, ja? Zweimal die Wunscherfüllung im April. Die sieben der Münze, was immer auch jetzt mit eurem Herzblatt auf euch zukommt, das hat die Chance zu wachsen. Ihr habt in der Vergangenheit hier schon den Samen gesät, da sind schon Wurzeln. Das Bäumchen ist klein, klein und verletzlich. Aber es kann gedeihen. Und hier hebt jemand die Hand drüber, hier möchte das jemand beschützen, jemand möchte, dass daraus etwas Großes wachsen kann, etwas Stabiles. Acht der Stäbe, ja, Amors Pfeil trifft. Das ist eine schnelle Energie, die Entscheidungen aus dem Herzen herausbringt. Da entscheidet sich jemand, sich zu öffnen. Der König der Kelche öffnet sich. Der ist voller Liebe. Da tropft die Liebe aus jeder Pore. Und Amors Pfeil öffnet das Herz. Der Stern, da schaut ihr drauf, auf euren Wunsch, da ihr seid ja noch angepasst, ne? Noch nicht authentisch. Ihr haltet euren Stern hier fest, glotzt da hoch, voller Sehnsucht. Man zieht ihn doch mal runter. Du hast doch die Strippe in der Hand, du kannst doch deinen Wunsch erfüllen. Sei mutig, zieh an diesem Seil, hol dir deinen Stern zu dir hinunter, deinen Wunsch, deinen Traum. Das ist die Wunscherfüllung. Du hast sie zweimal als Stern und du hast den Sieg. Aber nicht, wenn du weiterhin angepasst bleibst. Das sind super schöne Energien. Sind in diesem Monat bei jedem Sternzeichen die Energien, etwas zu verändern, sich etwas anzuschauen. Das hat auch mit dem rückläufigen Merkur zu tun, der ja dadurch, dass er rückläufig ist, uns die Energie gibt, auf Vergangenes zu schauen, um die Gegenwart, die Zukunft zu ändern. Welche Energie begleitet dich denn auf deinem Weg im April?
Da hätte ich gern eine Energie, die mir einen Einblick gibt, wie stark ihr euch einsetzt. Beide Seiten gewinnen. Da kommt der Ausgleich rein. Euer Prinz Charming mutiert zum König der Kelche und du zur Königin der Münzen. Da kommt der Ausgleich rein. Da gibt es keinen Verlierer, da gibt es keinen mehr, der zurückstecken muss. Weder du noch dein Gegenüber. Das ist eine super schöne Energie. Jetzt wollen wir mit den Lenormand-Karten mal die kommenden Schritte anschauen von euch. Da hätte ich gerne 4 Energien. Was passiert da jetzt im Monat April? Was tut sich da bei euch in der Liebe mit eurem Wunschpartner? 4 Energien bitte. Und noch 2. So, und die letzte. Das Haus, das Labyrinth, die Lilien und die Fische. Das Haus, die Stabilität, die Sicherheit, das feste Fundament, wo ihr ja hin möchtet. Hier das Bäumchen soll ja wachsen. Das Labyrinth zeigt deine Situation auf im Moment. Du drehst dich im Kreis. Du findest keine Lösung, du findest keinen Ausgang. Die Lilien zeigen Schönheit an, ja? Schönheit, Sinnlichkeit und mit den Fischen die tiefen Gefühle, die ihr füreinander empfindet. Da ist eine extreme Anziehung. Fische ist auch immer Seelenpartnerkarte. Seelenpartner kommen nicht in unser Leben, um gleich mit Friede, Freude, Eierkuchen die Wahnsinnsbeziehung aufzubauen. Nein, da gibt es immer Lernpunkte. Immer Punkte, die der andere noch bei uns triggert. Immer Punkte, die wir gemeinsam zu lösen haben. Du hast weiterzugehen. Auf deinem Weg. Dich befreien von dem, was dich festhält, was dich daran hindert, deinen Stern zu dir hinzuziehen. Aber du hast die Möglichkeit. Definitiv. Was sagen denn die kleinen Herzorakelkarten noch zu euch? Also heute springt immer irgendwie eine vom Tisch. Balance. Eine richtig gute Beziehung bietet Halt und Herausforderung zugleich. Halt wirst du erhalten. Die Herausforderung ist der Weg dorthin. Abwarten. Überstürze nichts. Lass den Dingen ihren Lauf nehmen. Ich habe nicht das Gefühl, dass man im April etwas überstürzen kann, denn die Energien sind langsamer. Ihr werdet euch genügend Gedanken machen zu diesem Thema. Ihr werdet nichts übers Knie brechen. Und sexuelle Vereinigung. Respektiere den Ort, in dem ihr beide eins seid. Ja, und die Lilien ist ja auch die Karte für Sinnlichkeit, Sexualität. Also da, auch da wird es wieder fließen. Gut, jetzt schauen wir mit dem, das Universum sagt dir Karten noch, welche Botschaft sie euch noch für den April mit auf den Weg geben möchte. Da hätte ich gerne eine konkrete Botschaft, was für euch wichtig ist, was sie euch mitteilen möchten für diesen Monat. Oh, das sind 3. Die haben sich aber alle 3 umgedreht. Also gut. Ich bin die liebende Kraft des Universums. Du bist Liebe. Wir alle sind Liebe. Du kannst mit deiner Liebe eine unendliche Kraft freisetzen und deinen Weg auch in Liebe gehen. Du musst ja keinen vor den Kopf stoßen, aber erkennen, was dein Weg ist und dass er für dich geschaffen wurde.
Es gibt einen Strom der Liebe, der meine Träume trägt. Da ist die Liebe, die deine Träume trägt. Du musst die Träume nur angehen. Bin ich mit der Liebe des Universums verbunden, kann der Friede nicht zerstört werden. Das ist genau diese Karte. Wo ist sie? Der Frieden kann nicht zerstört werden. Du kommst in deiner Mitte an, du weißt, wer du bist und was du wert bist. Und alle anderen, die versucht haben, dir Ketten anzulegen, die schickst du zum Teufel. Diejenigen von euch, die meine Tagesbotschaften oder Wochenbotschaften kennen, die wissen, da kommen immer noch die kleinen Soulmaster-Karten zum Einsatz, denn ich liebe sie. Das sind für mich so die kleinen Weisheiten, die uns die geistige Welt noch mit auf den Weg geben möchte. Kleine Anhaltspunkte zum Nachdenken, kleine Triggerpunkte, Tipps. Da hätte ich auch gern eine für euch. Was möchte die geistige Welt euch noch mit auf den Weg geben, euch zum Nachdenken anregen? Eine Botschaft bitte. Beobachte. Starke Gefühle sind Signale, die dir präzise aufzeigen, wo du noch wachsen, etwas klären, bewusst verändern oder heilen kannst. Unterdrücke sie nicht. Lerne von ihnen. Also wenn das nicht die Abschlussworte schlechthin sind, unterdrücke sie nicht. Angepasstheit ist der innere Tod, lebe authentisch. Und hier werdet ihr aufgefordert, etwas bewusst zu ändern und sie nicht zu unterdrücken. Ja, meine Lieben, ich hoffe, ihr spürt das Kribbeln, die Energie, die euch beginnt anzutreiben, euer Leben in die Hand zu nehmen, euren Stern zu euch runterzuziehen, das Glück und die Fülle zu leben, die euch hier versprochen wird für den April. Das sind super, super schöne Botschaften, auch wenn ihr einen Weg noch vor euch habt. Ja, wenn es euch gefallen hat, freue ich mich natürlich über einen Daumen hoch. Wenn ihr in der Situation seid, dass ihr nicht wisst, Mensch, Aurora, wie soll ich denn die Schnüre sprengen? Dürft ihr gerne unten in die Infobox schauen. Dort findet ihr meine WhatsApp-Nummer. Schreibt mich an, wir telefonieren, lernen uns kennen, besprechen, wie ich dich begleiten kann, was ich für dich tun darf. Teilt dieses Video herzlich gerne, wenn ihr noch jemanden habt, von dem ihr denkt, das ist genau seine, ihre Botschaft. Und wenn ihr noch kein Abo bei mir habt, dann drückt das Glöckchen, kostet euch keinen Cent und ihr verpasst mich nicht mehr. Kommen ja, wie gesagt, Tagesbotschaften, Wochenbotschaften raus, die 7-Tage-Horoskope für euch. All das verpasst ihr dann nicht mehr. Ich freue mich unglaublich, dass ihr heute den Abend mit mir hier einige Zeit verbracht habt, dass ihr da wart, dass wir gemeinsam in den April geschaut haben. Ihr seid alle spitze und einzigartig. Ich knuddel euch ganz fest, ich habe euch alle ganz doll lieb. Mit euren wunderschönen, liebevollen Nachrichten bringt ihr mich jeden Tag zum Lächeln. Ich bin euch unglaublich dankbar dafür. Ich schicke euch jetzt ganz viel Kraft, ganz viel Licht und Liebe, euch von eurer Angepasstheit zu befreien und ins Glück zu marschieren. Bis dahin, alles Liebe von mir. Tschüss und Servus.